Ein wunderschöner guten Morgen, liebe XX Camping-Freunde. Heute, wie versprochen, zum nächsten Video. Und zwar heute geht es darum, ja, die Pro und Cons, die kleinen Problemchen, die wir momentan hatten mit unserem X550 oder auch momentan noch weiterhin haben. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen nochmal raus ins Auto. Ich denke auch am Auto oder auch im Fiat Ducato gibt es das ein oder andere, wo wir uns, sagen wir mal, doch dran stören, wo wir aber auch sagen, hey, Top-Lösung, super gelöst. Aber wie gesagt, lasst uns jetzt einfach mal starten. Viel Spaß dabei. So, wir haben ja mal gesagt, jetzt kümmern wir uns um die Problemchen, was das Fahrzeug außer angeht. Ich gehe jetzt einfach mal nur kurz auf die Außenpunkte ein, wo wir jetzt die Probleme hatten und wo ich die Probleme noch weiterhin sehe. Und welche Themen das da weiterhin aufgeschlagen sind. Also ich fange mal vom Besten von vorne an mit meinem Lieblingsthema. Das sind die Scheinwerfer vorne, die Full-LED. Ich habe damit Fiat noch etwas am Laufe, was das Thema Garantieanspruch angeht. Die beiden Scheinwerfer rechts und links, die beschlagen von innen. Auch nach 2-3 Stunden Fahrt sind die immer noch beschlagen. Wie gesagt, zweiter Garantiefall läuft oder Garantieantrag. Ich bin mal gespannt, wie jetzt Fiat da reagiert. Das lasse ich aber nicht ganz auf mir sitzen. Ich sage, ich habe es dokumentieren lassen, ich habe die Unterlage jetzt da vom Garantieantrag, ich habe mir das ausdrucken lassen. Wenn dann 3 Jahren was ist und ich fahre zum TÜV, war übrigens beim TÜV mit nassen Scheinwerfern und er hat gesagt, du wirst so niemals durch den TÜV durchkommen. Lieber Fiat, das Video hätte ich mir gerne erspart, weil das Fahrzeug ist an sich echt ein cooles Fahrzeug, aber das geht mir echt auf der Zeiger, sicherheitsrelevantes Teil und es wird nass. Nun zur Seite vom Fahrzeug, hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer auch wieder im oberen Bereich vom Fahrzeug, da wo diese Abdeckung da ist, also ganz da oben, da wo die Abdeckung oben drauf ist, an der ringsrum, das sieht aus wie so eine Dachreling. Da haben wir im vorderen Bereich, wo es übergeht in die vordere Hutze, hat sich ein bisschen das Sikaflex gelöst. Ich bin mal gespannt, ob da Wasser eindringt. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen von einem anderen Facebook-Mitglied in unserer Gruppe. Dem ist Wasser auf der linken Seite, also eher Richtung Hutze, nach innen gelaufen und da war schlecht abgedichtet. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Und ich habe in 4 Wochen, 3 Wochen habe ich einen Termin bei der Dichtigkeitsprüfung. Da schauen wir mal, ob es tatsächlich sagen wir, bei mir das gleiche Problem gibt. Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann auch hier viel Spaß, Chanson, dann habt ihr was zum Ausbessern. Aber wie gesagt, ich habe momentan innen drin kein Wasser. Was ich gesehen habe, auch wieder beim Ducato-Fahrzeug, dass sich im vorderen Bereich dieses Plastik gelöst hat. Ich gehe mal schön vor, dass ihr seht, was ich meine. Das Teil, bei mir hängt es noch fest. Bei mir stand noch gar nichts. Es hält. Mal gespannt, wie lang. Wie gesagt, ich habe das auch auf der Messe in Stuttgart fotografiert. Auf der CMT dieses Jahr. Auch dort war das vordere Teil, ist weggeflogen. Ich hoffe, die haben es richtig geklebt. Hab seit 3 Wochen auch einen Unterbodenschutz drauf. Das ist leider hier schlecht zum Filmen. Der Unterbodenschutz hat um die 700 Euro gekostet. Ich denke, für ein Fiat oder generell für Fahrzeuge, die man ein bisschen länger nutzen möchte, ist es doch sinnvoll, Unterbodenschutz drauf machen zu lassen. So, jetzt gehen wir ein Stückchen rum ins Fahrzeug. Jetzt gucken wir auf die hintere Klappe. In der hinteren Klappe, ganz lustig, da ist jetzt Gasfach. Wenn ihr versucht, das Ding aufzuschließen, habt ihr auf einmal das ganze Schloss in der Hand. Passiert nicht beim Zuschließen, aber es passiert beim Aufschließen. Das habe ich schon mal richten lassen. Es kommt mir aber trotzdem regelmäßig entgegen. Das lasse ich nochmal richten, so lange, bis mein Händler da, sei mal, das in den Griff bekommen hat. Aber ich vermute, das liegt eher daran, dass das Ding nicht richtig festmachen kannst. Das wird mir ewig entgegenkommen. Ist zwar nicht ein riesen Problem, aber bei einem Fahrzeug von dem Preis erwarte ich doch schon, dass das Problem gefixt wird und gelöst wird. Ich habe leider kein Foto, aber wovon, dass ich ein Foto habe, und jetzt mache ich gleich weiter, Heckansicht. Unten links Katzeauge rausgefallen. Jetzt zur Rückansicht. Toller Popo. Zwei Themen, die da ein bisschen aufstoßen, eigentlich auch drei. Ein Thema ist die Kamera, sie läuft öfters an. Ist wohl in der Position so, aber mir ist lieber wie bei den neuen Modellen über dem Nummernschild, weil über dem Nummernschild und dann dort, sagen wir, die Anhängerkupplung und die Fahrräder montiert, sieht man nichts. Und an der Stelle, da oben,
wenn da die Fahrräder montierst, siehst du halt dann am oberen Bereich nichts. Also vorher überlege, wie ihr die Fahrräder montieren wollt. Ich gebe euch den Tipp, zarterweise. Meine Empfehlung ist definitiv, und das hat auch mein Händler gemacht, häng nichts an die Rückwand. Die obere Haltung ist relativ weit oben angebracht. Die Fahrräder gucken übers Dach hinaus. Das bedeutet, Wind haut dagegen. Das heißt, ich habe dort schon eine Spannung. Außerdem Aufschwinge von Fahrrädern ein bisschen, wenn du über Hügel fährst. Also wenn du zum Beispiel Frankreich, Provence oder Polen unterwegs bist, wo ein bisschen mehr Schlaglöcher sind, dann hast du das Problem, dass es hinter aufschwingt. Und ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen Angst, dass man hinter das Heck irgendwas reißt. Deswegen habe ich lieber mich entschieden, oder wir haben uns entschieden, dass wir Anhängerkupplung hinmachen. So, jetzt zu meinem allerliebsten Punkt momentan, was mich echt extrem aufregt. Anhängerkupplung. Gehen wir mal runter. Das ist eine von Liberco. Ausgelegt für das Fahrzeug, passt einwandfrei. Ich habe es bei der X150, hat nicht so viele Probleme wie der X550. Chasson stellt sich ein bisschen komischer an wie Challenger. Ich weiß nicht warum. Ich habe mal ein paar Händler gefragt auf der CMT auf der letzten. Wir haben keine Probleme. Ich gehe rüber zum Chasson. Wir haben nur Probleme. Weiß ich dann, was das es liegt? Die sind ein bisschen langsam. Ich warte jetzt seit 7 Monaten oder seit 7 Monaten, 8 Monate auf die Eintragung meiner Anhängerkupplung, auf die Korrektur der COC-Papiere. Und ich muss euch sagen, es ist eine Katastrophe. Jo, jetzt. An all diejenigen, die der Chanson und der Challenger als Erstausgelieferte bekommen habt, diese Begrenzungsleuchter oben sind Pflicht in Deutschland und in Europa, wenn das Fahrzeug über 2,10 Meter Breite ist. Ihr werdet jetzt sagen, der ist ja gar nicht über 2,10 Meter. Tralalala, er ist über 2,10 Meter. Ab dem Moment, wenn ihr da oben eine Markise montiert habt, dann hat er oben eine Breite von mehr als 2,10 Meter. Und ich weiß gar nicht, gibt es ein europäisches Verkehrsrecht? Kein Plan. Ich habe mal geguckt, was für Recht gilt in Polen, was für Recht gilt in Frankreich, was für ein Recht gilt in Spanien und Italien und in Deutschland. Überall das Gleiche. Begrenzungsleuchten bei Fahrzeugen über 2,10 Meter sind definitiv vorgeschrieben. Ob er da damit durch den TÜV kommt, ob der TÜV an der Stelle wegschaut oder nicht wegschaut, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall nachmontieren lassen. Mein Lieblingsthema, auch heute wieder angeschnitten, sind die Bobbettfelge, die da unten drauf sind. Bobbettfelge, 13er Lochkreis. Warum 13er Lochkreis? Die Automatikfahrzeuge, 160 PS, wie der hier ist, der hat einen, ja, 130er Lochkreis. Und das haben ja, glaube ich, normal nur Heavy oder weiß Gott was Fahrwerke. Ich glaube, hier ist Bremsscheibe oder das Aufnahmeteil für ein Heavy verbaut worden. Vielleicht auch die ganze Achse wie für der Heavy. Deswegen ein 130er Lochkreis. Und ja, wenn ihr die Bobbett kauft, achtet bitte drauf, dass ihr nicht die mit dem anderen Lochkreis bestellt. Ihr braucht definitiv die mit dem 130er, 5x130 aus, wie es heißt. 255er sehen toll aus auf dem Fahrzeug. 18 Zoller sehen auch mega aus. Die AT-Reifen haben einen kleinen Nachteil. Sie brauchen ein bisschen mehr Sprit. Und wer das Thema sagt, die sind lauter, kann ich euch ganz ehrlich sagen, ja, vielleicht. Aber dafür ist das Klappern in eurem Schrank, also das vom Geschirr, das Klappern vom Geschirr ist definitiv nicht mehr, bis fast nicht mehr vorhanden. Ab und zu mal ein bisschen, wenn die Hubbel zu stark werden, der Fahrkomfort ist schon vieles besser. Und es ist doch angenehmer, mit dem Fahrzeug zu fahren, weil er doch ein bisschen ruhiger läuft. So, nun zum allerersten Punkt, und zwar vom Innenraum. Was uns doch am meisten von Anfang an schon genervt hat, war das Radio von Xcent. Das standardmäßig eingebaute Radio- und Navigationssystem hat zwar seinen Dienst getan und war auch nicht ganz so übel. Das größte Problem an der ganzen Geschichte war definitiv, wir sind 2 Stunden gefahren und dann hat das Xcent ausgesetzt. Und hat sich komplett aufgehängt. Das hat bedeutet, Neustart, neu konfigurieren und das Ding wieder loslaufen lassen. Da habe ich gedacht, okay, machen wir weiter, schauen wir mal, was wir damit machen können. Versuchen wir mal, ein Update aufzuspielen. Update, ich sag's euch ganz ehrlich, könnte einfacher gehen. Hat auch noch eine Weile geklappt. Update war drauf. Und der gleiche Mist wieder von vorne.
Für was haben wir uns jetzt entschieden? Also ich muss sagen, mein Händler war extrem kulant. Der hat das Navigationssystem einfach ausgetauscht. Ich habe zu ihm gesagt, hey, es funktioniert nicht, auch nach dem Update nicht. Und bin zurückgekommen, habe das Auto abgeholt und schwupp, war ein neues Navi drin. So dass es einfach mal sieht. Das VN940 4G. Schon ein DIN-Radio Navi. 22,8 cm, also 9 Zoll. Touchscreen ist entspiegelt. Auch beim Fahren ist es wirklich so weit in Ordnung. Ich habe keine Probleme, wenn die Sonne mal reinscheint. Das ist natürlich ein ganz ungeschickter Winkel, ist es ein bisschen schwerer zu sehen, aber wie gesagt, es ist entspiegelt. Von daher kein Problem. So, ich schalte mal das Gerät geschwind ein, dass ihr das seht, wie das funktioniert. So, und das ist das Startradio, so sieht die Oberfläche aus. Wir haben hier unterschiedliche Apps. Das Aigo Navigation ist vorinstalliert, aber da müsst ihr euch anmelden und mit einer kleinen Gebühr das Ding freischalten. Ich glaube, es ist eine 12 Monate oder eine 24 Monats Abo, aber kostet nicht die Welt. Ihr habt hier Google Chrome auf der Startseite, das könnt ihr aufrufen. Wahrscheinlich wird er jetzt das Passwort nicht sauber ziehen. Na doch, es passt. Hier Google Chrome, da könnt ihr suchen, Facebook damit verbunden, Amazon, alles was ihr braucht. Das Tolle ist ja, wir haben unterschiedliche Apps. Hier habe ich auch noch die Camping-Auf-App drauf, daher alles gut. Ihr seht hier, ich habe einen 4G-Empfang, das ist ein 4G-Navi. Reicht vollkommen aus. Ich habe auch kaum Unterbrechungen. Wie gesagt, seit ich die Antenne nach links verlegt habe. Und zwar, dass ihr es mal seht, ich habe die hier drunter. Das ist alles plastisch und darunter liegt das Ding. Das ist besser, wie wenn es da liegt im vorderen Bereich und sehr zentral. Also ich glaube, da ist es doch, da vorne liegt es drin. Sehr, sehr gut aufgehoben. So, noch ein Blick übers Cockpit. Ich finde, es ist sehr, sehr gelungen, was der Fiat hier auf die Beine gestellt hat. Eine ganz, ganz tolle Sache. Das Cockpit sieht echt toll aus. Leicht verändert. Aber vom Look and Feel, vom Fahren her, das Lederlenkrad wirklich toll. Auch die Knöpfe und die Bedienteile am Lenkrad. Lieber Fiat, da ist euch wirklich was gelungen. Und das Auto sieht von innen nicht mehr so blechern aus, wie es vorher war oder so plastikmäßig, sondern echt wertiger. Und nun zum einem Nervteil. Gleich zum ersten Problem oder zum ersten Thema, wo ich sage, das habe ich hier in dem Fahrzeug, hört euch das mal an. Das wird euch nerven beim Fahren wie geisteskrank. Also das wird wirklich nerven. Was ich jetzt gemacht habe, ich mache es relativ einfach. Ich ziehe es ein bisschen zurück, es hängt, es klackert nicht mehr so, Fall erledigt. Aber wie gesagt, da kann man sich doch was anderes einfallen lassen, wenn im Auto eh doch einiges immer klappert. Nächstes Thema. Tata, jetzt wird's lustig. Hier oben drin ist die Kamera verbaut für die Fahrsicherheitssysteme. Vorführeffekt, was ich heute nicht sehe, sind diese komischen Lichtchen, die da unten immer so leuchtet, wenn das Teil nicht funktioniert. Ich hatte vor 2 Wochen, vor 3 Wochen ungefähr meinen letzten Software-Update, wo Fiat doch einiges an Software neu aufgespielt hat im Fahrzeug. Seitdem brennt das Lichtchen nicht mehr dauernd, wenn es draußen regnet oder wenn die Scheibe mal angelaufen ist, sondern hat sich tatsächlich verbessert. Ich kann jedem nur empfehlen, der den Chanson fährt und den mit dem Fiat Ducato 8. Sprecht mit eurem Händler. Es gibt Software-Updates. Ich glaube, momentan sind es 2 oder 3 Software-Updates. Aber ich bin seitdem zufrieden, auch wenn, sag ich mal, die Scheibe am Anfang oder morgens kurz beschlagen ist und diese Sicherheitssysteme mal für 1, 2 Minuten nicht up to date sind oder nicht am Laufe sind. Aber nach 1, 2 Minuten und auch mit ein bisschen, sag ich mal, Frontscheibenheizung regelt sich das Ganze. So, nun nochmal der Blick nach hinten. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir am besten an. Bett, Hubbett.
Es ärgert, es nervt, es sieht nicht schön aus, aber ich lasse es nicht ändern. Das Hubbett sitzt schief und zwar an der Stelle. Ist noch unterzogen und das hat auch nichts damit zu tun, dass das Plastik falsch hochgetriggert ist oder hochgesteuert ist oder dass es am Plastik liegt. Nee, es liegt einfach daran, dass man hier beim Zusammenbau des Betts einfach einen Murks gemacht hat. Und zwar besteht das Bett aus zwei Teilen. Ich glaube, hier ist das Scharnier. Und hier ist ein Scharnier drin. Und das Scharnier ist einfach schräg zusammengeschraubt. Ich lasse jetzt mal kurz das Hubbett runter. Und dann gucken wir uns das zusammen an. Und genau hier liegt der Kasus Knaxus in dieser ganzen Geschichte. Weil es hier ist einfach nur schräg zusammengebaut. Das Bett ist an sich gerade, aber es ist nur das vordere Teil, das hier nicht sauber ist. Ja, ich kann damit leben. Aber nein, bei meinem Auto, das in Zwischenzeit über 80.000 Euro kostet, muss das nicht sein, sollte das nicht sein. Und da sollte man das echt sauber machen. Für euch noch eine kleine Information zum Thema Hubbett. Ich habe euch ja das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, wo ich den Innenbereich abgefilmt habe, gesagt, bitte beim Hubbett aufpassen. Die Sicherung springt raus. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert. Die Sicherung springt tatsächlich, wenn das Hubbett oben zu voll ist. Und wenn man die Decken meint, man müsste oben höhere Decke drauf machen, wie vielleicht daheim hat. Oder weil er Angst hat, dass er nachts im Fahrzeug erfriert. Nee, das tut er definitiv nicht. Er friert er nicht, wenn er die Heizung hochdreht. Das Ding heizen ist eher Sauna. Da könnt ihr mit dem Badhösle dahinter sitzen oder ja, auch anders dahinter sitzen. Aber es wird definitiv sehr, sehr warm dahin, wenn er die Heizung auf Vollpower stellt. Also ihr braucht nicht, ja, meine, ihr müsstet da 700 Decke mitnehmen und auch Kopfkissen dreimal so hoch, wie ihr es sonst benutzt. Nachteil ist die doch sehr, sehr flache Matratze, die da oben drin ist. Die könnt ihr da unter Umständen mal austauschen und gegen höhere machen. Aber wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu hoch wird oder dass euch nicht die Sicherung rausspringt. Das letzte Mal habe ich euch was unterschlagen und nur angedeutet, wo was sitzt. Hier drunter, unter dem Sitzbereich, ist die Truma. Ihr seht vorher, ich habe vorne die Klappe aufgemacht. Hier sitzt die Truma drin. Die Wasserpumpe sitzt da vorne drin. Was auch noch drin sitzt, ist hier ist der Revisionsschacht zum Putzen vom Wassertank. Achtung, immer richtig zumachen, wenn jetzt viel Wasser drin habt. Kann es leicht sein, dass es überschwappt. Das wäre immer Empfehlung, maximal so 20 Liter mal mitzunehmen oder 30 Liter. Wer meint, der müsste das Ding vollpacken und in der Gegend rumfahren, der wird vielleicht auch eines Besseren überrascht, wenn das Wasser da oben austritt und der Druck zu stark ist beim Fahren und es dann vielleicht doch hier rausschwappt. Aber was ich euch vergessen habe, wirklich zu zeigen beim letzten Mal, da habe ich gedacht, okay, weil ich den Innenraum vorgestellt habe, an die. Das hätte ich vielleicht doch zeigen sollen, weil viele fragen sich, wo ist denn die Bordelektronik versteckt? Und die steckt darunter. Ziemlich gut aufgeräumt. Ich weiß nicht, wie man rankommt. Ich habe es noch nicht probiert, hier auszubauen oder mal genauer anzugucken. Aber da ich eh, sag ich mal, alles einbauen lasse, zumindest jetzt während der Garantie, sag ich mal, bloß dass ihr mal wisst, da unten, wenn euch eine Sicherung rausfliegt, da unten steckt das Zeug. Nun zum Teil, wo ich sage, ich weiß heute noch nicht, für was dass ich das brauche. Sieht toll aus, hat viel Probleme gemacht. Ich habe ewig warten müssen, bis ich es bekommen habe. Das ist die Jalousie darüber, die ihr seht, über dem Fenster. Die hat nicht funktioniert, die hat sich immer abgerollt. Jetzt habe ich eine neue bekommen. Ich nutze sie zwar trotzdem nicht, aber sie ist da. Habe sie jetzt extra nochmal gesichert mit so zwei Klettverschlüsse, weil ich dem Ding echt nicht traue, dass es sich vielleicht wieder selbstständig macht. So, nun zum Thema Schränke. Wie groß sind die Schränke? Oder wo haben wir überall Schränke? Die Maße von der Schränke, die zeige ich euch alle noch. Ich habe dann, gibt es einen schönen Untertitel oder ich blende es auch jetzt gleich mit ein, dass ihr einfach mal seht, wie groß das die Schränke sind. Ich filme sie einfach mal kurz ab. Das ist übrigens der Oberschrank über der Spüle, also über der Küche. Dass ihr ein bisschen seht, wie groß es ungefähr und dass ihr ein Feeling bekommt, was passt ungefähr rein. Also, wie gesagt, es reicht vollkommen für zwei. So, meine Frau wird mich jetzt zwar killen, aber ich mache jetzt einfach mal die Fächer auf. Hier, Schubfach,
Und zwar alles, was unterhalb des Waschbecken ist. Bisschen voll hier. Ich kann euch nur einen Tipp geben, das Ding ist ein bisschen instabil. Was wir festgestellt haben, ist, es sind hinten zwei Halter hier. Hinten sind Halter. Sorry, dass man es nicht so sieht. Hinter Halter. Da haben Schrauben gefehlt. Lieber Chanson, wenn ihr sowas macht und euch fällt so eine Schublade mal entgegen, dann viel Spaß dabei, dann habt ihr es auch verdient. Ich finde das echt ein bisschen übel, dass diese zwei Scharniere, die dahinter sind, nur mit zwei Schrauben gesichert sind und mir der ganze Murks entgegengekommen ist. Gott sei Dank wieder auch hier an die Firma Schafthäutle in Kirchheim am Neckar recht herzlichen Dank. Ihr habt eure Sache echt gut gemacht. Ihr habt wohl einer der besten Werkstattmeister, die ich kenne. Der hat das Ding relativ schnell gesehen, dass da das Problem ist und hat es auch gut gesichert. Nochmal recht herzlichen Dank. Hier ist der Besteckkasten. Auch da völlig ausreichend für zwei Personen, sogar für vier. Dann ist hier nochmal ein Fach. Und drunter haben wir das Zeug, da haben wir übrigens auch unseren kleinen Grill mit drin. Und hier drunter, Achtung, unter dem. Unterstes Fach. Das ist kein Fach zum Aufmachen, sondern das ist tatsächlich geklickst. Da dahinter findet sich nochmal ein zweiter Revisionsschacht fürs Frischwasser. Also ihr könnt den an zwei Stellen putzen. So, nun gehen wir weiter. Lieblingsecke Garage. Die habt ihr schon gesehen, da oben gibt es zwei Fächer. Da werde ich euch das Maß jetzt auch gleich nochmal einblenden. Und natürlich die Garage, wie groß ist die Garage, das kriegt ihr auch. Sogar das Fach, das hier unten steckt, auch hier, diese Schublade, werde ich euch die Größe posten. Wird ganz zum Schluss von dem Video nochmal eins in gesamter Summe mit alle Fächern nochmal einplanen oder einblenden. Aber wie gesagt, jetzt hier immer mal wieder kurz als Untertitel. Auch hier drunter ist nochmal ein Fach. Das ist super aufmachen könnt und als Stauraum benutzen. Jetzt gehen wir Richtung Bad. Das ist ein bisschen blöd zum Abfilmen, aber ich werde es mal versuchen. Was ist bei anderen Facebook-Gruppenmitgliedern im Bad alles denn schon passiert? Also, ich blende nachher noch ein paar Fotos ein. Der Spiegel hier hat sich gelöst. Dann der Kantenumleimer da oben, der hat sich gelöst, hier gelöst, hat sich hier gelöst. Auch dort werde ich ein Foto einblenden. Was bei mir das Problem ist, und das sage ich ganz ehrlich, das geht gar nicht. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das da oben ist ganz schön lommelig. Da ist hinter ein Kleber, der hat sich gelöst. Zu mir haben wir gesagt, hey Andi, lass es, sonst muss man das ganze Bad ausbauen. Ich werde das kurz vor Ende der Garantie machen, lieber Schosser, das garantiere ich euch. Ich habe schon bemängelt, aufgeschrieben habe ich es auch schon. Da werdet ihr eine Aufgabe bekommen, das ganze Ding dahinter so sauber zu machen, dass ich es bei te warmen Temperaturen, und da sieht man es noch stärker, seht ihr das, dass es da hält, weil so geht es gar nicht. Definitiv nicht. Werde ich das richten lassen, dass man das macht. So, dann während der Fahrt Problem. Auch hier gibt es nette Diskussionen im Netz. Was habe ich gemacht? Ich habe mir zwei solche kleine Keile aus Gummi geholt und klemmst es da unter. Dann bewegt sich die Türe nicht beim Fahren und macht nicht riesen Schläge und geht auch nicht kaputt. Auch hier muss ich sagen, hätte man vielleicht die Lösung machen können, dass man Halterung hingemacht hätte. Aber ich sage, Not macht erfinderisch, das ist okay. Ist nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und gesichert. So, Waschbecken. Habe ich das letzte Mal nicht so viel gezeigt, aber das zeige ich euch jetzt. Das lassen wir jetzt mal ganz langsam runter. Normalerweise geht es langsam runter. Tolles Waschbecken. Das Problem ist, ihr habt die Hände gewaschen, macht das Ding hoch. Macht es vielleicht zu schnell da hoch, lasst nicht sauber abtropfen. Habt ihr die Suppe oder ein Teil vom Wasser, der da unten raustropft. Da habe ich jetzt so eine Gummilippe bestellt, da mache ich eine Gummilippe drauf, dann habe ich das Problem auch gelöst. Aber auch hier hätten wir von ein paar, sagen wir, super Ingenieuren
erwarten können, dass ihr da ein bisschen mitdenkt. So, auch toll. Du sitzt auf der Toilette, du willst aufstehen, auf einmal macht's BAM! Ja, was ist das Problem? Lieber Chasseur und auch Challenger. Das Ding hier, auf links und rechts jeweils 7, 8 cm Holz mehr drauf machen. Und wir hätten das Problem nicht an der Stelle. Und man wird hier nicht jedes Mal, sagen wir, auf der Ecke drauf treten und die ganze Holzlatte sich nach oben bewege. Sorry, auch hier ein bisschen in Mitdenken von so einem Ingenieur, weil dafür kriegt er sein Geld. Und wegen 7 cm Holz einzusparen, dann jedes Mal einen sauren oder einen unzufriedenen Kunde zu haben, das kann man sich auch ersparen. Aber wie gesagt, hier gibt es auch schon Lösungen von ein paar in der Community. Die haben sich da auf dem 3D-Drucker was ausdrucken lassen. Ich mache mir jetzt dahinter einfach nochmal so einen Gummipfropfen hin auf der rechten und linken Seite. Dann habe ich das Problem auch erledigt. Was habe ich schon richten lassen hier? Also richten lassen habe ich das da oben. Das ist richtig abgestanden, das war nicht sauber. Das gab einen riesen Überhang. Aber auch hier ist der Kleber hinten, hebt nicht, der diese ganze Geschichte hier heben sollte. Ich weiß nicht, ob das so super ist, wenn es dahinter dampft. Und da kann zwar nicht viel runtergehen, aber ein paar Tropfen reichet, sagen wir, ums Holz aufquellen zu lassen. Ich finde es echt nicht schön, da hätten wir doch ein bisschen besser arbeiten können und das besser hermetisch abschließen. Ich gehe jetzt mal auf die Seite. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt unter anguckt, die Verarbeitung. Links ist das Spaltmaß höher. Rechts ist das Spaltmaß tiefer. Auch hier, sagen wir mal, nicht ganz sauber alles eingebaut, ein bisschen verzogen. So, nun noch der Blick in Richtung Schüssel. Toilette. Da möchte ich euch auch noch schön was zeigen, was ich denke, was wichtig ist, was wir hier getan haben. Und ich kann das nur jedem empfehlen, weil mit der Zeit bleicht die Toilettenschüssel innen tatsächlich aus. Und wir haben uns einen sogenannten Tusch eingebaut. Jetzt zeige ich euch mal, was ein Tusch ist. Keramik. Wir haben hier einen Keramikeinsatz reingemacht und ich kann euch sagen, alles was da runterflutscht, das flutscht richtig, das tuscht richtig. Relativ einfach zum Einbauen, Silikon sauber machen, und ein bisschen Silikon rumschmieren, reindrücke, fertig das Teil erledigt und ja, ein bisschen aushärten lassen. Ich habe es mal 2 Tage ausgehärtet lassen und ich will das Ding nicht missen, ich bin froh, dass ich es habe. Weil die Schüssel ist immer sauber und die Klobürste, die dahinter ist, ist eigentlich nur Toilettenrollenhalter. So, noch ein kleines Resümee oder eine Zusammenfassung vom Fahrzeug. Ihr fragt euch sicherlich, warum fährt er überhaupt das Fahrzeug, wenn er da so motzt? Nee, wenn das jetzt so angekommen ist, tut mir es leid, aber ich bin schonungslos offen und auch ehrlich und spreche auch die Probleme an, die wir haben. Oder die wir mit dem Fahrzeug haben, weil ich einfach denke, für euch auf der anderen Seite, die jetzt dieses Video anschaut, ist es einfach wichtig, mal zu schauen, wo muss ich darauf achten, wenn ich das Fahrzeug abhole und was ist wichtig für mich, welche Qualitätsprobleme kann es geben und wo fange ich gleich mal an, sagen wir mal ein bisschen rumzurütteln und zu gucken, hey, stimmt da alles und passt da alles. Ich finde das Fahrzeug her, vom Konzept her, das beste Konzept, das ich bis jetzt in den letzten Jahren gesehen habe. Wir haben ein großes Bad, wir haben eine sehr große Face-to-Face-Sitzgruppe. Die Küche ist ausreichend. Alles wirklich super. Und wer sich arrangieren kann, was das Thema Hubbett angeht, auch im Hubbett haben wir genügend Platz, auch wenn die Matratze ein bisschen dünner ist, da kann man sich eine größere kaufen. Aber vom Konzept her wirklich super. Der Preis ist gigantisch. Er ist noch mal teurer geworden. Wir haben gezahlt 73 oder 72.000 Euro für das Fahrzeug. Haben da noch einiges reingesteckt und stehen jetzt bei über 90.000 Euro für das Gesamte, was wir hier haben und sind noch längst nicht fertig. Ich glaube, da müssen noch ein, zwei Teile rein und wir werden so ungefähr bei 95.000 bis 96.000 Euro landen. Das ist schon ein happiger Preis für so ein Fahrzeug und da darf man auch mal sagen, hey, welche Qualität passt nicht oder wo passt die Qualität nicht und wo muss Chanson oder Challenger auch tatsächlich nachbessern. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf weitere Videos.
Ich verlinke noch ein paar Extras, die wir haben. Ich hau noch ein paar Amazon-Links unter rein. Schaut einfach mal nach, schaut euch mal die Produkte an. Vielleicht habt ihr auch Interesse dafür. Und ja, ich filme übrigens mit Insta und DJI, Insta die 360 Grad und von DJI eine kleine Handcam. Bin voll und ganz mit dem zufrieden. Und wenn ihr auch da ein bisschen mehr wissen wollt, sagt einfach Bescheid, welches Produkt das wir da oder was ich da nutze für die Filmaufnahme. Des Weiteren, wie gesagt, ich verlinke eh alles. Dann, wir sehen uns. Das nächste, denke ich mal, wird Bad Birnbach sein. Vielleicht mache ich dazwischendrin noch mal ein Video vom Fahrzeug. Vielleicht habe ich da noch mal ein, zwei Sachen. Vielleicht gibt es auch Veränderungen, was zum Beispiel, was das Thema Scheinwerfer angeht, vorne, wo Wasser ziehen, oder das Thema angepasste COC-Papiere. Wenn es da noch was dazwischen gibt, werde ich mich auf jeden Fall noch mal melden. Aber das nächste ist Bad Birnbach. Dann geht es, glaube ich, an Bodensee. Zwischendrin haben wir noch mal einen Kurztrip geplant in Richtung Donaudurchbruch. Auch dort wird es ein kleines Video geben. Und ich glaube, ich mache noch so einen kleinen Fahrbericht. Wie verhält sich das Fahrzeug auf der Straße? Wie bewegt sich's? Was muss ich noch achten beim Fahrzeug? Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen wird so im 2-, 3- oder 4-Wochen-Rhythmus wird ein Video von uns erscheinen. Abonniert den Channel, lasst ein Like da, ich würde mich echt freuen. Und mit Likes und Abos im Channel verdiene ich nichts. Aber ich werde jetzt das nächste Video definitiv mit Werbung, sag ich mal, kennzeichnen müssen, weil wenn ihr in Amazon was anklickt, kann es gut sein, und ihr kauft dort was, kriege ich 5 oder 10 Cent für jeden Klick in Amazon oder für jede Bestellung in Amazon. Nicht Klick, für die Bestellung in Amazon. Und da kann ich mir vielleicht auch irgendwann mal, wenn ihr 10 oder 20 Millionen Mal geklickt habt oder Artikel gekauft habt, vielleicht irgendwann mal ein besseres Mikro kaufen. Ich verabschiede mich von euch, und da kommt auch noch Mausi mit Mausi 2. Und die zwei werden jetzt geschwind ins Auto einsteigen, und wir fahren noch geschwind zum Einkaufen und mit dem Hund spazieren. Bis dann, euer Andi und Mausi.